Ich bin der Meinung, diese Ehrung erfolgt zu spät. Sie hätte früher erfolgen sollen. Vielleicht haben Sie recht. Gestern sagte mir jemand im Parlament, er hätte geglaubt, sie wäre längst tot. Wir vergessen leider nur allzu gern unsere wirklich Großen, solange sie noch leben. Wenn sie eines Tages von uns geht, wird sie wohl ein Lebenswerk hinterlassen, das als persönliche Leistung für eine Frau in England wirklich einmalig ist. Ja, das glaube ich auch. Im Übrigen brachte sie als Frau ein großes menschliches Opfer, denn sie war keine Einsiedlerin. Sie liebte das Leben tief und leidenschaftlich. In Broadlands, wo ihre Freunde, die Palmerstons, wohnten, hat sie mehr als eine Nacht durchtanzt. Ich danke Ihnen, Mr. Herbert. Es war herrlich. Ich habe Ihnen zu danken, Miss Florence. Ich fürchte, Sie sind für den nächsten Tanz schon engagiert. Ja, ich habe ihn vergeben an Richard Monckton Milnes. Wie ich sehe, ist Ihre Ballkarte schon völlig besetzt. Sie haben recht, es tut mir leid, Mr. Herbert. Das ist schade. Liebe Florence, das ist wohl mein Walzer. Ja, Richard. Ist es zu schwer, meine Teure. Oh, Sidney, Parthenope macht sich schreckliche Sorgen um ihre Schwester. So, was ist denn mit Miss Florence? Ich fürchte, meine Schwester hat nicht die richtige Einstellung zum Leben. Diesen Vorwurf kann man ihr nicht machen. Erst hat sie mich durch den Saal gewirbelt, jetzt ist Monckton Milnes an der Reihe, sie ist den ganzen Abend vergeben. Es gibt aber auch eine andere Seite ihres Wesens. Sie ist mitunter so merkwürdig. Ich habe diesen Walzer sehr oft getanzt, als ich in Rom war. Ich wünschte, ich wäre auch dort gewesen, nur deinetwegen. Nur meinetwegen, Richard? In Rom kann es auch ohne mich sehr interessant sein. Bitte, Florence, ich muss mit dir reden. Es ist wichtig. Und sehr dringend. Gehen wir beide auf die Terrasse. Können wir uns nicht hier unterhalten, Richard? Bitte, Florence. Wie du willst. Na, endlich, Lady Palmerston. Wieso endlich, Mrs. Nightingale? Endlich ist Monckton Milnes mit Florence allein. Entschuldige mich, meine Liebe. Lady Palmerston. Mein Mann fragt nicht danach, ob Florence sich verheiratet. Oh, ich bete zum Himmel, dass es was wird. Richard würde auf alle Fälle ein sehr verständnisvoller Ehemann sein.